Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brownie TV. Ich habe heute wieder eine Pickup-Folge für euch und zwar die Fortsetzung zu dem letzten Teil, den ich euch am Schluss nochmal verlinke. Und zwar geht es um die Sammlung, die ich bestellt habe. Und ihr werdet es vielleicht gemerkt haben, der ein oder andere bestimmt, der das geschaut hat, dass ich vielleicht ein bisschen unsicher war, weil einfach die Blu-rays hier irgendwie nicht zu dem gepasst haben, was ich bestellt habe. Ich habe mir nicht alles gemerkt, was da drin sein sollte, aber ich wusste, irgendwas stimmt da nicht, weil eine bestimmte Blu-ray darin war, mit der ich schon gerechnet habe, dass ich damit, weil ich sie schon habe, nochmal ein bisschen Geld rausholen kann, aber die war irgendwie nicht dabei. Und ja, deswegen war ich ein bisschen unsicher da und habe den Verkäufer dann nochmal angeschrieben und er hat sich entschuldigt. Es war tatsächlich sein Fehler. Und so brutal wie der Typ ist, hat er mir einfach das Paket nachgeschickt und hat gesagt, behalt die 50 Blu-ray, die ich für 70 Euro gekauft habe, ohne Versand. Das heißt, ich habe jetzt 100 Blu-rays bekommen für 70 Euro und dabei sind einige coole DVDs dazugekommen. Dazu kommen wir gleich. Ich habe noch zwei kleinere Pakete und zwar einmal habe ich eine Blu-ray mir besorgt und zwar ist das der Exorzist im Extended Cut, den wollte ich schon ewig mal gucken. Den Extended Cut habe ich bisher noch nicht gekannt und da das, wer mich kennt, der weiß es, Exorzist ist einfach der beste Horrorfilm ever. Ich brauchte dieses Teil. Ich werde keine großartigen Steelbooks, Mediabooks vorerst mehr holen, weil das alles doch recht teuer ist. Deswegen versteife ich mich hier am Anfang erstmal auf Emery und wenn dann ein Steelbook dabei ist, Sammlungen oder so, oder ich was Günstiges bekomme von einem Film, der mir gefällt, da habe ich ein bisschen zu viel gemacht, ehrlich gesagt, dann schlage ich da auf jeden Fall zu. Dann habe ich als nächstes das Ding hier und zwar war das ein Verkäufer, der viele, viele Disney-Sachen hatte und da habe ich auf jede Disney-Blu-ray, erst sprechen, dann aufmachen, auf jede Disney-Blu-ray habe ich 3 Euro geboten und habe da einiges davon bekommen. Und das sind einfach, weil ich muss Disney ganz dringend nachholen, ich kenne die gängigsten, was heißt die gängigsten, noch nicht mal die gängigsten, ich kenne König der Löwen, Robin Hood, die Tierversion ist auch von Disney und dann wird es auch schon bei mir relativ schwierig. Die Eiskönigin kenne ich, habe ich mir angetan, ein Kackfilm, sowas Schlimmes und Nerviges wie die Eiskönigin gibt es nicht. Ihre Schwester ist sympathisch, aber die Tussi ist echt schlimm. Und dann will ich euch damit nicht lange aufhalten. Ich habe mir geholt, kenne ich natürlich, Gott sei Dank auch, das Dschungelbuch. Ich habe, da ich Toy Story 3 im Steelbook habe, das hier habe ich auch für einen kleinen Preis bekommen. Toy Story 2, einfach ein super geiler Film. Genauso wie 1 und 3 auch. 1 und 3. 1 und 3 auch. Dann habe ich hier, habe ich nur geilstes überhaupt über diesen Film. Ich habe ihn noch nie geguckt. Ratatouille muss ganz dringend nachgeholt werden. Das ist doch bestimmt mit 90, oh naja, nee, nicht 90 Minuten, 111 Minuten, aber kann man bestimmt mal gut weggucken. Dann habe ich auch noch nicht geguckt, Ariel. Wenn wir es gerade von Disney haben, ich weiß nicht, ob man sieht. Erkenne den Disney-Charakter. Mir fällt gerade den Kanal nicht mehr ein. Die sind echt klasse, der Kanal. Die laden sich oft Synchronsprecher ein. Und dann müssen Leute das erraten, wer das sein könnte. Und auch die Disney-Charakter. Ey, wenn ihr Disney liebt, selbst ich, der nicht alles geguckt hat. Pocahontas habe ich noch geguckt. Der wird diese Folge auf jeden Fall lieben und wer Synchronsprecher liebt, guckt euch das an. Gebt bei YouTube einfach mal ein, erkenne den Synchronsprecher und dann werdet ihr direkt dazu geführt. Als nächstes habe ich Pinocchio, habe ich leider auch noch nicht geguckt. Dann der König der Löwen.
Der einzig wahre König der Löwen. Der zweite ist auch kacke. Dino 3D ist kacke. Dann Aladdin. Und dann war es das mit Disney. Und zusätzlich passend zu den restlichen Blu-rays Halloween Age 20. Diese Sammlung fehlt mir auch noch ziemlich stramm. Viel. So, und jetzt kommen wir zu dem großen Konvolut. Moment. Wie gesagt, hier sind 50 Blu-ray drin. Die ich jetzt, wie man es jetzt sehen will, irgendwie, da habe ich die ersten umsonst bekommen oder auch die hier, eher die ersten. Aber die hier habe ich jetzt also quasi für 35 Euro bekommen. Dann Grüße gehen nochmal raus, falls du das siehst, an den Verkäufer. Coole Sache, zu der ich einfach nicht Nein sagen konnte. So. Ja, dass wir nett reingucken können und dass ihr auch noch was seht. Und das hier so drunter. So. Und dann legen wir los. Moment, ich muss da noch was umräumen. So. Und zwar legen wir los mit gleich mit dem Steelbook. Da ist genau ein Steelbook dabei, das habe ich jetzt gegriffen. Und zwar genau jetzt hier ist das drin, was ich auch geordert habe. Devil ist ein guter Film, den habe ich schon geschaut. Ist echt spannend. Das müssten 90 Minuten da sein. Steht jetzt hier nicht so offensichtlich drauf, aber werde ich auf jeden Fall behalten. Also nächstes haben wir Gamer. Habe ich bisher schon zweimal angefangen, habe ich noch nie fertig geguckt. Den werde ich bestimmt behalten. Machen wir mal auf die Fleischstapel. Dann haben wir Crank. Habe ich schon, glaube ich, muss ich noch mal gucken. Deswegen der Fleischstapel noch mal abchecken, ob ich den wirklich habe. Dann als nächstes, den habe ich auf jeden Fall schon, Dawn of the Dead. Habe ich zwar noch nicht geguckt, aber muss ich auf jeden Fall dringend machen. Dann als nächstes, ein Film, der mir nichts sagt, das kommt auf jeden Fall auf den Fleischstapel. Und zwar Stagnite. Anscheinend der Wrong Turn. Scott Adkins, den man aus X-Men Origins Wolverine kennen sollte. Vanessa Shaw aus The Hills Have Eyes. Mal gucken. Habe ich jetzt erstmal keine Meinung dazu. Genauso wie Untote wie wir. Habe ich damit das Steelbook vor kurzem? Genau. Habe ich das Steelbook letztens erst bekommen? Genau von dem Typ. Behalte ich nicht, weil ich habe das Steelbook. Dann. Das sieht schlimm aus. Was ist denn das? Blood Rain. Irgendein FSK 18 Film, 76 Minuten. Brandon Fletcher, Natasha Malti, Clint Howard. Eher nicht. Watchmen. Also, Watchmen habe ich schon, ne? Dann hier eine OVP von Sleepless Night. Nacht der Vergeltung. Kennen wir da jemand nicht wirklich? Das
sagt mir gar nichts. Hochgeschwindigkeits-Thriller im Stil von 96 Hours und Hostage. Das kann jetzt was Gutes sein, das kann aber auch was Schlechtes sein. Als nächstes, da bin ich hier. Noch ein 3D-Film. Den werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall weghauen. Die Bellwitch Haunting von The Asylum. Vielleicht guckt man auch mal zuerst einmal rein, bevor man es wieder vertickt. Als nächstes haben wir Among the Living, das Böse ist hier. Die sieht man ziemlich oft, wenn man ein bisschen auf eBay rumschaut, in 3D. Weiß ich auch, ne? Das sind alles so Filme, diese C-Movie-Horror-Geschichten. Boah, da bin ich echt. Paranormal Investigation. Hau ich weg. Das siehst du auch immer wieder in irgendwelchen Sammlungen. Dann hier auch noch. Ist das noch vor? Ne, er guckt nur gerade noch ein bisschen Dinger. Shadow. Sind wir wieder beim selben Thema. Weiß ich nicht, ob ich da was damit anfangen soll. Dann haben wir Frozen River. Kennen wir da jemand? Ich glaube nicht. Steht auch nichts dabei. Zwei Nominierungen für den Oscar. Bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und bestes Drehbuch. Okay. Melissa Leo, Michael O'Keefe, Mark Boone Jr. Halt mal. Dann haben wir C-Movie, Laura Evans, Carolyn Haynes, Rachel Waters, Damian Mortar in Temptation. Ein Vampirherz schlägt für immer. Wahrscheinlich irgend so ein Erotik-Vampir-C-Movie-Streifen. Ich habe ja immer so Zweifel, dass sowas Spaß machen kann, ey. Dann haben wir, das ist dann auch wieder so ein Film, den du fast überall für einen Euro bekommst. Haywire, trau keinem, von Steven Soderbergh. Okay. Boah. Oh, wieder eine OVP von Caged. Jetzt beginnt der wahre Albtraum. Der Krieg ist vorbei. Vielleicht. Oh. Den werde ich behalten. Hooligans 2. Kenne ich noch nicht. Hooligans 1 fand ich damals echt gut. Hooligans 2 habe ich leider noch nicht gesehen. Dann, oh, wow, ja. Das ist unter anderem eine Blu-ray, weswegen ich das gekauft habe. Sin City 2 hat mir schon seit einer langen Zeit gefehlt und habe ich noch nie gesehen. Der erste Teil ist mega genial, der zweite soll nicht so gut sein. Der geht auch, glaube ich, ein bisschen. Ah ne, der geht sogar länger, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob der erste oder zweite länger geht. Soll nicht rankommen, aber ich finde, das gehört dazu, den mal zu schauen. Auf jeden Fall. Als nächstes haben wir. Oh, so langsam wird's besser. Oh, da ist das Outlet quasi nicht richtig drin. Das muss ich nochmal verbessern. Das ist jetzt nicht arisch schön, weil es hier auch ein bisschen verkrisselt ist. Aber Freddy vs. Jason noch nicht gesehen, muss ich haben. Dann kommen wir zu C-Movie Wakewood. Was soll ich dazu sagen? Someone's Knocking at the Door. Der schmutzigste Film des 21. Jahrhunderts. Ein Mindfuck von Anfang bis Ende. Jetzt fragen, weil sieht alles ziemlich krass aus. Ich
Ich glaube, ich kann hier nicht geclaimed werden, weil man das alles gar nicht so richtig sieht. Oh. Dieser Film ist brillant. Wie lang geht denn der? Der geht. Keine Ahnung, wie lang. Oh Gott, ist schon spät. Ich weiß es nicht. Ein Film mit Tom Berenger, Michael Biehn, Stana Katic ist das wirklich, den brauche ich. Stana Katic. Das ist die Frau von Castle, von der Serie Castle und ich sag nur Cover. Oh. Könnten wir mal reinschauen? Auf den Vielleicht-Stapel, würde Helge Schneider jetzt sagen. Dann C-Movie Romero's Staunton Hill. Hier steht jetzt drauf: Romero's Staunton Hill. Würde der Filmkenner jetzt sagen, das könnte doch George A. Romero sein? Schauen wir mal. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Cameron Romero, Sohn des legendären Zombie-Regisseurs George A. Romero. Ob das so cool ist, man weiß es nicht. Bis zum Film gucke ich mal bei Letterboxd, was die da so sagen. Boah, hier ist noch ein bisschen was drin. Hier ist auch noch nicht die 10 € Geld zurückbringen Maschine drin. Ah ja, das hat mich auch noch interessiert. Django. Da habe ich mich auch echt drauf gefreut, den will ich unbedingt gucken. Ist gar nicht so günstig. Warte, muss ich eigentlich gucken? Ich weiß noch nicht. Dann Blackout. Film ab 18. Sieht nach C-Movie aus. Amber Templin. Ah, spielt einen Ring in The Crutch mit. Ja, genau. Okay. Aber es ist halt immer so, die hat mal da mitgespielt in ein, zwei guten Filmen. Der ist bestimmt auch gut. Man weiß es nicht. Kommt direkt wieder weg. Hot Fast habe ich schon. Da ist er. Ja, 10 € weiß ich jetzt nicht. Die ist ja keine UVP mehr. Aber habe ich in einem super schönen Steelbook Evil Dead. Ja. Vielleicht zwei Besten der Reihe. Aber dazu vielleicht in Zukunft mehr, wenn ich jeden Film reviewed habe und danach ein Ranking mache. Seid gespannt. Ich bin heute sehr melodramatisch drauf, merkt ihr das? Dann haben wir hier The Scorpion King 3, Kampf um den Thron. Oh, Scorpion King war ja schon nicht meins, obwohl wir hier Billy Zane, Ron Perlman und Victor Webster haben. Keine schlechten Schauspieler, besonders Ron Perlman. Weiß ich nicht, ob ich mir das jemals angucken möchte. OVP. Paranormal Activity 2. Die Sammlung will ich mir auch aufbauen. Die ist neu. Ich würde mir sowas dann doch schon eher gebraucht holen. Aber wir gucken wir mal, was das im Moment noch so kostet. Nein. Ah, dann muss in die Sammlung. Fehlt mir noch Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro. Komplettiert so langsam meine Marvel MCU-Sammlung. Als nächstes haben wir, bin ich mal gar nicht sicher, Machete habe ich glaube ich sogar im Steelbook, werde ich nachgucken.
Oh, jetzt habe ich schwer reingeguckt. Nächstes. Oh. Frances. Soll ja echt gut sein. Der ist auch OVP. Eigentlich cool. Ich könnte mir vorstellen, den vielleicht direkt zu behalten. Weil ich sammle ja lieber die geöffneten und erkaufe die OVP. Weil die Leute bezahlen da einfach mehr dafür, nur weil die OVP ist. Dann kommt wieder direkt weg. Conjuring. Hab ihren fünffache Auswertung. Dann haben wir Anonymous. Ich weiß gar nicht, ob der so gut ist. Ich habe da echt auch gar keinen Bock drauf. Dann kommt The Raid 2. Ich will erstmal den ersten gucken. Weil der erste soll ja mega geil sein. Und auch der zweite soll, glaube ich, richtig gut sein. Der kommt weg. Habe ich nämlich schon Buried. Leute, Buried. Wenn ihr mal so richtig abgefuckt werden wollt, psychisch demoliert werden wollt, ohne irgendwie Splatter oder Psychodrama, wo jemand den anderen komplett fertig macht, wo ihr einfach nur den Film ausmacht und nicht mehr wisst, wer ihr seid, der. Dann haben wir, oh Gott, das geht schon wieder 21 Minuten. Die Scribbles Jünger des Satans. Das hört sich schon richtig mies an. Und ist wahrscheinlich auch einfach nur mies. Hier ist jetzt auch keiner dabei, den man, glaube ich, großartig kennen sollte. Dann haben wir, habe ich auch schon, World War C im Extended Cut, hier muss ich so langsam mal irgendwie umschwenken. Aber es müsste jetzt auch bald gewesen sein. Oh, da sind noch ein paar. Nicolas Cage, Bangkok Dangerous. Oh. Die guten neueren Cage-Filme. Deutscher Film. Hinterm Kaifek. Benno Fürmann und Alexandra Maria Lara. Hi. Ja, das könnte man eventuell auch mal schauen. Ah, endlich. Jawohl. The Thing. Es ist kein Mensch. Noch nicht. Habe ich noch nie geschaut. Auf meinem jetzt tatsächlich dann auf meinem Stapel der Schande. Ach, das ist das Remake. Nicht das Original. Okay. Ja, deswegen ist das. Ja. Aber habe ich halt auch noch nicht geschaut. Jetzt ja, geschaut. Definitiv. Dann haben wir No Exit verloren zwischen Albtraum und Wirklichkeit. So düster und grausam, dass einem der Atem stockt. Befolge die Regeln. Oder stirb. Hat was, soll was von Saw haben, sieht auch so ein bisschen so aus. Und das so ein bisschen in die Richtung kommt, aber der ist halt auch OVP. Schauen wir mal. Kennt ihr das, wenn Nisa kommt oder kommt nicht? Aber die Müdigkeit kommt auch. Dann haben wir The Shrine in Uncut Version. Bad Boys. Hab ich den? Bin echt nicht sicher. Bad Boys. Muss ich nachgucken. Bin echt gerade gar nicht sicher, ob ich Bad Boys schon habe. Dann The Amazing Spider-Man. Hab ich. Ong Bak. Werde ich wahrscheinlich behalten. Habe ich nämlich noch nicht geguckt.
Der soll, glaube ich, gar nicht so gut sein. Ich bin mir nicht sicher, der blutige Pfad. Gut, 2. Ich glaube, den. Ich glaube, das war's jetzt. Ach, ich weiß, macht mich immer traurig. Oh, macht mich immer traurig, aber ich habe noch 2 ertastet. Und zwar ein. Ach ja. Behalte ich natürlich. Alien vs. Predator 1 und 2. So langsam kommt bei meinem Blu-ray-Neuaufbau. Blu-ray-Sammlungs-Neuaufbau von DVD auf Blu-ray. Auch die Horror-Ecke. Das ist jetzt, glaube ich, dann wirklich die letzte Blu-ray. Und zwar. Der City halt mit Arnie Schwarzenegger. Hirnloses Action-Kino. I love it. I love it. 106 Minuten. Vielleicht kann man ja mal reingucken. So, und das war es auch mit der heutigen Folge. So, also, ihr schreibt gerne in die Kommentare, wie euch meine Sammlung gefallen hat. Was sagt ihr dazu, dass er mir einfach nochmal 50 Blu-rays geschickt hat? Also, ich bin ganz ehrlich, ich bin so, immer wenn ich was auf eBay verkaufe, so kulant. Wenn da irgendwas mal nicht richtig abläuft oder so und der Film irgendwie 2-3 Euro gekostet hat, dann erstatte ich das ganze Geld zurück und bin so kulant und alles und quasi kulant. Und ich habe mir bei, normal würde ich das nicht machen, aber bei dieses Mal habe ich mir einfach gedacht, das nimmst du jetzt in Anspruch, er bietet dir das an und das nimmst du an. Wir haben schon 27 Minuten und 7 Sekunden, dann wird es so langsam Zeit, dass ich das Video beendet. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wie euch diese Sammlung jetzt gefallen hat, vielleicht auch in Kombination mit der ersten, auch meine Start der Disney Blu-rays, auch den Exorzisten Extended Cut. Wenn ihr auch da mal eine Review haben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und genauso, denkt dran, dass ich eine Review-Reihe machen werde zu Evil Dead 1, 2, 3, 4 und 5 und dann auch zu guter Letzt ein Ranking machen werde. Das Video werde ich zu Tanz der Teufel 1 wahrscheinlich eventuell morgen Abend aufnehmen. Heute habe ich keine Zeit mehr, weil das Ding hier bei 30 Minuten geht und ich nicht aufhören kann zu labern. Deswegen drücke ich jetzt einfach...